Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic. Nachdem ich in der letzten Folge diese neuen Lampen entdeckt habe, ist mir erstmal der Kopf explodiert. Das sind gemoddete Lampen, wahrscheinlich aus dem Modpack. Ich kann es nicht genau sagen, aber es müsste eigentlich das Modpack sein. Und das sieht einfach mal richtig geil aus, meine lieben Freunde. Das ist richtig toll, wie das aussieht. Das muss man wirklich mal sagen. Also ich finde das total phänomenal, wie das aussieht. Mir gefällt das. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich hatte eigentlich jetzt vor, in dieser Folge hier weiterzumachen an der Stelle mit diesem Radschutz. Aber mit diesem Schutzblech für die Räder. Aber das ist nicht so einfach, habe ich festgestellt. Weil wir dazu, wenn wir das wirklich originalgetreu bauen wollen, sehr dünne Platten brauchen. Eigentlich diese Dinger hier. Aber die sind leider ein bisschen problematisch. Insofern, dass sie... ja, nicht so richtig passgerecht sind, habe ich festgestellt. Die passen nicht so gut. Das ist alles nicht so einfach, kann ich euch sagen, meine lieben Freunde. Das ist richtig kompliziert hier, was wir hier versuchen. Das ist der Wahnsinn. Ich schmeiß mich ins Klo rein. Das gibt's doch alles ja nicht. So, Moment. Ja, so, genau. So sieht das gut aus. Moment, Moment, Moment. Wir sind hier einer Sache auf der Spur. Moment. So machen wir das jetzt. Ich meine, das Problem ist jetzt halt, beim Original-Jeep ist das Ganze hier an der Stelle, ja, da gibt es hier eine kleine Rundung und dann ist das, geht das hier so schräg nach unten. Das werden wir so wahrscheinlich leider nicht umsetzen können, weil es diese Teile in Scrap Mechanic dafür nicht gibt. Man könnte natürlich alternativ diese, naja, Schutzbleche an der Seite weglassen und das Ganze einfach so ein bisschen wie beim, nee, da geht's auch nicht, da gibt's auch nicht die Teile. Man müsste das halt so mit diesen Schrägen machen, aber die sind auch wieder zu groß. Also die sind halt zu massiv. Ja, die sind zu... da kann, man müsste so echt... dieses Teil müsste man haben, hier an der Seite nochmal abgeschnitten. Aber das gibt's leider nicht. Das gibt's nicht. Schade. Aber eine Sache gibt es, das habe ich noch gesehen, Moment. Und zwar das hier. Surface Panel mit Winkel. Das müssen wir nämlich hier vorne dran bappen. Wartet mal, eigentlich könnte man auch einfach sagen... gibt es davon noch ein halbes? Moment. Surface Panel Wedge. Surface Panel... ich probiere mal den Wing-Connector aus. Den haben wir noch gar nicht ausprobiert. Oh, guckt mal. Das sieht aber auch interessant aus, ne? Moment mal, das ist der Winkel, den ich brauche. Fällt mir mal gerade so auf. Das ist der Winkel, den ich hinten auf der Rückseite brauche. I shit you not. Moment, Moment, Moment. Kann es sein, dass wir ihn haben? Moment, anders. Es muss nach unten zeigen. Ja, so. Ja, das ist es. Aber ich brauche hier noch ein bisschen mehr Fleisch. Hier vorne. Komm, tu es. So, und jetzt das hinten dran, genau. Und dann haben wir es. Halt, da war's. Ja, doch, gar nicht schlecht. Ich sehe nur gerade, das muss weiter nach oben. Ah, scheiße. Moment, dann machen wir das jetzt ganz clever. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich vor lauter Cleverness nicht doch ins eigene Fleisch schneide. Moment, das machen wir mal so. Dann löschen wir einfach hier den Streifen weg, wo das dran hängt. Dann müsste es eigentlich runterfallen. Genau, und dann schweißen wir das Ganze einfach an. An der Seite. Wir können das ja mal kurz auf den Lift nehmen, runterholen. So. Jetzt wird das einfach geschwissen. Und zwar hier. Wie weit kann ich denn da nach vorne gehen damit? Oh, guckt mal, das ist sogar... so müssen wir das sogar machen, sehe ich gerade. Nicht schlecht. Okay. Ja, wunderprächtig. Ihr seht schon, die Details sind mir wieder ganz wichtig bei dem Projekt. Ich will das wirklich originalgetreu umsetzen. Ich will das nicht irgendwie so, nur so ein bisschen mit der Farbe und so, ja, wie das dann manche bei ihren Filmnachbauten so machen. Ich will das wirklich originalgetreu nachgebaut haben hier an der Stelle. So originalgetreu, wie es irgendwie möglich ist. Wobei ich vermute, wir müssen das Ganze in der Höhe doch noch ein bisschen kürzen. Das ist ein bisschen zu hoch hier. Das ist genau einen Block zu hoch. Machen wir das gleich mal. Schneiden wir mal hier ab und das ab, genau. Wir nehmen das Ganze auf den Lift.
Ach scheiße, wie schweiße ich denn das jetzt? Warte mal, ich habe eine Idee. Nee, Moment, das war eine blöde Idee. Moment, wie mache ich denn das jetzt? Sekunde, Sekunde. Wie viel Abstand brauche ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2... Oder... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, zu dem Punkt ist es jetzt eh noch egal. So, und dann können wir nämlich sagen... Oder auch nicht. Warte, wir machen das so. Dann schweißen wir das nämlich einfach so an. Ah, es muss noch eins nach hinten, alles klar. Flupp. Ist nicht so einfach. Ich wollte euch eigentlich auch voll die Anekdoten hier erzählen. Oh scheiße, das war falsch. Aber irgendwie, mein Hirn schafft es gerade nicht, dieses komplexe Konstrukt, das sich Jeep Wrangler nennt, so zu abstrahieren, dass ich das einfach nur einfach baue und euch nebenbei was Schönes erzählen kann. Das ist gar nicht so einfach, kann ich euch sagen, meine lieben Freunde. Das ist echt gerade sehr kompliziert. Ich finde, diese Herausforderung ist sehr schwierig, wenn ich das mal sagen darf. Was habe ich denn da jetzt weggelöscht? Ich habe da irgendwie unten gerade was weggelöscht. Wurst! So, wir brauchen hier noch diese komischen Zwischenecken. Da, die muss da rein, genau. So. Und muss da nicht auch die andere Seite noch eine? Guck mal, da fehlt doch auch noch... Ja, guck mal, so. Wie es gleich anfängt zu wobbeln. Ich pack's mal lieber auf den Lift drauf. Wo habe ich denn hier unten was weggelöscht? Irgendwo habe ich da unten was weggelöscht. So, wir machen erstmal eine Seite fertig. Das kommt weg. Irgendwas sagt mir, dass das zu weit vorne ist. So ein bisschen. Aber ich glaube, momentan passt es trotzdem ganz gut. Das müssen wir, glaube ich, dann hier auch weglöschen. Da muss dann das Rad rein. Ich mache das schon mal so ein bisschen. Frage ist, kann ich das hier... Nee, das sollte ich nicht weglöschen. Moment. Ich glaube, wir müssen hier auch schon diese etwas dünnere Radschutzdings hinbauen. Sonst funktioniert das, glaube ich, nicht. Ich mache das mal schon. Schön nach oben, genau. Und so. So. Weil da muss ja auch das Rad rein. Das muss ja Platz haben da drin. Wenn das da keinen Platz hat, dann funktioniert das alles ja gar nicht. Ich glaube, so ist das korrekt. Sollte eigentlich korrekt sein. Ja. Wunderbar. Hier müssen wir, glaube ich, hier müssen wir ein bisschen gucken jetzt, wie wir hier vorgehen. Ich weiß schon, was ich da reinsetze. Ich weiß schon, was ich da reinsetze. Moment, Moment. Das da. Das Teil. So, das packen wir jetzt da in die Lücke. In die neu entstandene. Ja, das passt. Sehr schön. Und eigentlich können wir hier da an der Stelle auch noch so eins reinsetzen. Und dann machen wir hier einfach einen Block hin. Ihr seht schon, die Details sind hier wirklich wieder alles entscheidend. Kann ich an der Stelle nur sagen. So, wir machen hier jetzt mal so eine leichte Abkantung. Warte mal, nee, Moment, da finde ich noch ein besseres Teil als diese komischen Wedges. Weil ich muss jetzt nämlich das hier weglöschen, diese Reihe. Und dann müssen wir hier nämlich ganz elegant den Übergang finden von dieser Struktur hin zu etwas, das so ein bisschen so ähnlich aussieht. So, wir müssen zum Beispiel hier auch noch die Lücke füllen, genau. Und jetzt müssen wir von hier ganz elegant so einen Balken hinkriegen, der aber nicht voll sein darf. Das darf kein voller Balken sein. Da gibt es nämlich diese Teile hier. Guckt euch das mal an. Geilomatico, die bauen wir da einfach am Rand. So, mal gucken. Bis die mal richtig eingedreht sind, ey. Kann das sein, dass man die gar nicht so mit der langen Seite anlegen kann? Das geht gar nicht, guckt mal. Okay, dann müssen wir da ein bisschen improvisieren, fürchte ich. Wenn ich jetzt hier einfach noch so ein Teil ransetze. Ja, warte mal, wir machen es mal so, genau. Das ist gar nicht schlecht. Und dann vielleicht... So. Wieso ist da jetzt was frei da hinten? Das checke ich jetzt aber nicht, ehrlich gesagt. Ich muss das doch auch so snappen können, dass das... Moment, das muss ich vielleicht einfach nur noch ein paar Mal drehen. Vielleicht geht's dann. Das muss doch gehen. Nee, hä? Es ist schon wieder so komisch gedreht. Seht ihr das?
Es geht irgendwie nicht. Man kann das gar nicht. Man kann das gar nicht so snappen, wie ich das gerne möchte. Ich möchte, dass dieses T. Also das, wenn wir das jetzt als T denken, dass die Oberseite vom T hier dran liegt. Das geht aber irgendwie nicht. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Lassen wir das einfach mal. Dann nehmen wir halt einfach irgendein anderes Teil. Wir können ja zum Beispiel auch einfach das hier nehmen. Das snappt jetzt auch nicht richtig. Ah doch, okay, das snappt. Genau, das sieht auch gut aus, das passt. Das finde ich nice. So genau, und hier hinten wäre dann der Übergang zum Hinterrad. Da müssen wir jetzt mal gucken, das müssen wir so ähnlich bauen, nur ein bisschen steiler noch. Da können wir eigentlich, was war das jetzt hier? Das war dieser Wing-Connector, ne? Da können wir eigentlich den Wing-Connector nehmen, aber senkrecht nach oben zeigend. So. Ein bisschen höher anbringen noch. Warte mal, wir machen mal hier Blöcke hin. Wir machen mal hin. Geht das? Kann man das so drehen, dass er... Ja! Exaktamente, meine lieben Freunde. Genauso muss das aussehen. So, da gehen wir jetzt einfach auf dieselbe Höhe. Kann man da in dem Winkel weiterbauen? Geht es? War das jetzt eigentlich der Wing-Connector? Ich weiß es gerade gar nicht. Andere Richtung. So. Ist es der Wing-Connector? Muss man mal gucken. Wing-Connector, ja, okay. So, jetzt wäre es cool, wenn wir da jetzt so eine Rundung mit oben drauf packen könnten. Weil hinten, witzigerweise, ist es ziemlich rund. Geht es? Nee, es geht gar nicht, oder? Das kann man gar nicht. Nee, das ist gar nicht vernünftig gesnappt. Okay, dann müssen wir das doch so machen. Dann machen wir es einfach eckig. Das passt schon. Genau, dann machen wir hier einfach so weiter. Und dann geht es hier an der Stelle wieder runter. Einige werden jetzt sagen, ist das nicht ein bisschen zu schmal für die Räder? Und da muss ich sagen, ja, im Kern habt ihr damit nicht ganz Unrecht. Aber, ja doch, das ist wirklich zu schmal. Scheiße. Ich muss es ein bisschen weiter nach hinten noch nehmen. So nehme ich. Huch. Moment. Nein, was mache ich denn? Jetzt habe ich das falsche Teil, kann das sein? Das ist gar nicht der... Hier, den brauche ich doch. Genau so. So, jetzt machen wir es nach hinten einfach noch einen Ticken länger, das Fahrzeug. Ich ahne schon wirklich, am Ende des Tages ist das Teil genauso lang wie der Explorer, ohne Witz. Das ist, der Jeep Wrangler ist dann genauso lang wie der Explorer hier. Das gibt's gar nicht. Bis man das mal richtig eingedreht hat. So, jetzt genau. Jetzt haben wir das. Kann ich hier unten eigentlich noch eine Platte ransetzen? Geht es? So an die Seite? Ja. Das ist ein bisschen komisch, wie das aussieht. Gibt es da nicht... Da müsste es jetzt noch so eine halbe Platte geben irgendwie. Das wäre cool. Aber das gibt es anscheinend nicht. Das sieht aber schon gar nicht so verkehrt aus. Wenn ich das jetzt mit dem Original vergleiche, das passt eigentlich schon ganz gut. Ohne Spaß, das ist gar nicht schlecht. Okay, wir machen einfach weiter. Würde ich sagen. So, genau. Jetzt gibt es hier vorne... Muss man jetzt mal ein bisschen gucken. Jetzt kommen. Wir können ja mal die Windschutzscheibe machen. Genau, wir können mal die Windschutzscheibe machen. Die Windschutzscheibe ist ja mehr oder weniger nur so eine Platte. Die kriegen wir recht schnell hin. Schauen wir mal. Ich brauche eine Bearing. Oh, wo sind denn hier die Bearings wieder? Ganz oben, ne? Hier. Das ist echt krass, ey. So viele Teile. Und dann brauchen wir die Windschutzscheiben-Elemente. Diese hier. Und dann nehmen wir einfach. Ja, genau, das hier und das hier und das hier. So, perfekt. Dann dengeln wir da mal eine Bearing hin. Ich mache das erstmal nur mit einer Bearing. Und dann ziehen wir das einfach erstmal durch. Wir machen da hinten auch noch eine Bearing dran an das andere Ende, um das dann zusammenzuschweißen. Das mache ich jetzt aber noch nicht. Jetzt will ich erstmal nur rein das Fenster bauen. So, das Fenster geht über die ganze Länge. Das heißt, da müssen wir... Das entsprechend dann... Komm schon, dreh dich richtig, dreh dich richtig, dreh dich richtig, dreh dich richtig. Ja, wir machen das mal so, genau. Dann hier an der Seite dieses Element ransnappen.
Komm schon, dreh dich richtig, dreh dich richtig. So, genau. Das müssen wir jetzt auch nochmal drehen. So, dann machen wir erstmal die Unterkante von der Windschutzscheibe. Halt, Moment, nicht so weit. Das ist zu weit gewesen. Kann man das nicht... Ach, hab ich wieder in die falsche Richtung. Halt, da war's. So. Nach oben. So, wie hoch gehen wir denn da? Ich würde sagen, maximal 2 Blöcke hoch. Ja, das sieht gut aus. Wenn wir jetzt da oben... Nee, das ist zu hoch. Es muss eins niedriger sein. Sonst sieht es komisch aus. Ja, so. Das muss schon ein deutliches Rechteck sein. In der Form. Sonst passt es nicht. Wunderbar. Moment, das drehen wir mal zurück. Halt! So, und jetzt hier einfach in die Mitte auffüllen. In die Mitte auffüllen. Ist auch sehr gut formuliert. Was ist denn heute noch wieder mit meinem Sprachzentrum los, ey? Es versagt auf ganzer Linie. So, und jetzt machen wir nämlich da drumrum noch einen Rahmen. Und zwar diesen Rahmen hier. Weil das gibt dem Ganzen nämlich, wenn wir diese Stangen benutzen, diesen typischen Jeep-Look. Und das ist unfassbar wichtig. Das müssen wir unbedingt drin haben. Ah, wartet mal, Moment. Jetzt wird mir gerade mal was klar. Ich kann hier auch Invisible Bearings benutzen, ne? Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Oder warte mal, ich brauche gar keine Bearings. Oder? Doch, ich brauche Bearings. Moment. Wenn wir das hier ransetzen... Ja, wir machen das mal daran, aber mit einer Invisible Bearing. Da muss ich jetzt mal gucken. Es gab bei irgendeinem Mod, gab es eine Invisible Bearing. Das weiß ich noch. Ich muss nur gucken, wo es jetzt ist. Was ist das hier? Camouflage Rock. A switch that gets bigger when turned on. Moment, das muss ich mir nochmal angucken jetzt. Wow. Okay. Interessant. Was? Okay. Faszinierend. Was es nicht alles gibt. Das ist witzig. Man könnte jetzt natürlich sagen, dieser Stein ist nicht das einzige, was größer wird, wenn man es anturnt. Ah, das war doch mal ein Scherz, oder? Oh nein, die Folge ist zu Ende, sehe ich gerade. Okay, das ist an der Stelle die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Scrap Mechanic und dann geht es weiter mit dem Jeep Wrangler 1993 Jurassic Park Edition. Bis dann, ciao, ciao!